Und da läuft. Hallo! Ein kleines Infovideo. Denn ich habe ja gestern, wie ihr vielleicht gesehen habt, den 102. Part von der See hochgeladen. Und das war ja ein bombastisches Ende. Ich will da jetzt nicht viel irgendwie vorwegnehmen, falls ihr das nicht gesehen habt und ihr das noch sehen wollt oder so. Ja, erstmal noch nicht über diese Kameraposition ändern. Ich habe wundern. Ich habe nämlich die Kamera einfach auf mein Tisch statt, also dieses, den Arm irgendwie drauf gefriemelt und jetzt hängt das da so irgendwie. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, dass ich Daisy jetzt erstmal pausieren werde, weil wenn man jetzt mal so vergleicht, wie das Spiel im ersten Part war und wie das Spiel jetzt im 102. Part war, hat sich da nicht wirklich viel irgendwie geändert. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, pausieren wir das Ganze, warten irgendwie mal ein paar ein paar Monate ab und ja, hoffen einfach mal, dass sich dann nochmal in der Zeit was ändert, weil das Spiel ist, glaube ich, immer noch in der Alpha. Ja, genau, pausieren. Mit Pokémon geht's natürlich weiter. Das nur mal so, gerade mal in die Kamera gehalten. Aber der Dominik und ich, wir haben uns was überlegt, was wir stattdessen spielen. Und zwar Resident Evil 5. Ich glaube, irgendwie alle sagen, dass das der schlechteste Teil ist oder so. Aber das ist der einzige Resident Evil Teil, den ich habe. Und da mir der Dominik das Spiel vor, ich weiß nicht, wie lange ist das schon her, 2, 3 Jahre oder so, wann kommt das Spiel raus? 2009. Können also hinkommen mit 2, 3 Jahren. Hat er mir das ja mal geschenkt. Wir haben auch mal angefangen, das zu zocken. Nur irgendwie haben wir nicht weitergemacht. Und jetzt habe ich mir gekommen, damit wir das auch mal komplett durchzocken, machen wir einfach ein Let's Play davon. Und ja, das schieben wir jetzt halt so für Daisy ein. Und ja, wie gesagt, in ein paar Monaten gucken wir dann nochmal in Daisy rein für so 1, 2 Stündchen. Gucken, ob sich da was geändert hat. Wenn sich da irgendwie extrem was geändert hat, dann nehmen wir vielleicht noch ein bisschen länger auf oder machen noch ein paar mehr Parts. Ja, aber dann wird das immer so im Wechsel, sag ich mal. So habe ich mir das jetzt vorgestellt, dass wir dann noch irgendwie ein anderes Spiel spielen oder dass ich mit komplett jemand anderem was spiele. Oder ob ich zwei Projekte auf einmal mache oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal anstatt DayZ Resident Evil 5. Da wird es dann auch keine Picture-in-Picture-Gedöns geben, so wie ich das jetzt die letzten 10 Parts gehandhabt habe bei DayZ. Weil ich glaube, da wir sowieso die ganze Zeit aufeinander hängen, sage ich jetzt mal, in Resident Evil 5 brauche ich da wirklich, also finde ich persönlich, brauchen wir da keine Picture-in-Picture-Aufmachungen irgendwie. Ich denke mal, das wird so als normales Video wird das reichen. Und ich hoffe mal, weil wir wollen nämlich heute um 7 Uhr, wollten wir ganz gerne aufnehmen. Ich hoffe mal, dass das auch funktioniert. Und ich hoffe, dass mein Grabber auch funktioniert, weil ich habe schon sehr, sehr lange mit dem Grabber nicht mehr aufgenommen. Ich habe den zwar im letzten Stream benutzt als Quelle, aber ich habe halt nicht wirklich damit aufgenommen. Deswegen hoffe ich, dass alles gut geht. Und wenn ich das alles hinkriege, dann gibt es vielleicht am Mittwoch dann schon den ersten Part von Resident Evil 5. Wenn nicht, gibt es am Mittwoch. Kommt drauf an, wie viele Videos ich noch habe von Pokémon. Kommt am Mittwoch noch ein Pokémon-Video, das weiß ich jetzt aber nicht. Aber Donnerstag kann ich Pokémon auf jeden Fall wieder aufnehmen. Ich war übrigens letzte Woche krank, deswegen konnte ich da auch nicht aufnehmen, weil da, wenn ich geredet habe, alle 2 Sekunden musste ich husten und das war halt nicht so geil. Aber jetzt geht das schon wieder einigermaßen. Ja, das war das. Dann gibt's noch was, genau, und zwar habe ich als Co-Moderatorin mitgewirkt, wenn man das so nennen kann. Oder ich wirke immer noch mit, glaube ich. Und zwar, der gute Giorgio hat so ein Abo-Special aufgenommen. Und zwar Gianna Sisters Twisted Dreams Director's Cut für die PlayStation 4. Ich habe es gerade abgelesen.
Ein sehr cooles Spiel, wie ich finde. Hat auf jeden Fall sehr coole Ideen und so ein bisschen puzzellastig ist es. Und Jump'n'Run-mäßig und richtig cool. Also wenn ich eine PlayStation 4 habe, dann werde ich mir das Spiel auch kaufen. Ist auch, also ist am Anfang noch nicht kackenschwer, aber es wird zum Ende hin kackenschwer. Das Ganze hat stattgefunden auf dem Kanal Ted Dini Mehr. Ich hoffe mal, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich werde aber die ganze Playlist werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr direkt drauf zugreifen, müsst ihr nicht noch irgendwie rumsuchen. Nur so als Info, dass da was passiert ist. Ich werde es bei mir auch in die Gastauftritte-Playlist aufnehmen. Ja, genau. Dann ist das auch für die Ewigkeit, sag ich mal. Gut, das war's jetzt, glaube ich. Ja, ich habe übrigens, habe ich noch, kann ich vielleicht erzählen, falls das noch keiner mitbekommen hat, ich habe einen Super Nintendo bekommen von meinem Onkel mit den Spielen. Oh, jetzt muss ich gucken. Mickey Mania, Street Fighter 2, Super Mario World, Yoshi's Island, Super Metroid, Cybernator. Ich glaube, das war's. Und dann waren noch zwei Spiele dabei. Einmal Speedball 2 für den Game Boy. Ich habe auch so einen Super Game Boy noch dazu bekommen. Und, weicht der auf, ich habe die dritte Generation von Pokémon. Ich habe Pokémon Crystal, war auch dabei. Das heißt, jetzt habe ich drei Generationen. Und diese drei Generationen, beziehungsweise die zweite und die dritte wird vielleicht, also die zweite auf jeden Fall, wird auch als Let's Play kommen. Irgendwann in Zukunft. Und die dritte, dann wahrscheinlich auch. Irgendwann in Zukunft. Ja. Noch irgendwas? No. Ich glaube nicht. Jo. Dann sehen wir uns nachher irgendwie bei meinem Video, mein Pokémon-Video, was ich hochlade. Oder vielleicht am Mittwoch bei dem ersten Dings-Video. Ach genau! Jetzt, wo ich gerade dran denke, ist ja hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Nein, ist ja Fasching jetzt am Wochenende. Fasching? Karneval? Wie man das auch immer nennt, keine Ahnung. Ich bin da überhaupt kein Typ für. Ich hasse betrunkene Menschen. Ist ja jetzt am Wochenende und wahrscheinlich, ich schätze mal nicht, dass ich Videos hochladen werde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich für Donnerstag noch ein Video habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich für Mittwoch noch ein Video habe. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie mein Puffer aussieht. Deswegen ist es möglicherweise so, dass heute und morgen nur noch ein Video kommt, weil ich glaube, zwei Parts habe ich auf jeden Fall noch. Und dann erstmal bis Dienstag einschließlich nächste Woche nicht mehr, weil da ist ja noch Rosenmontag und Faschingsdienstag. Und dann ist ja erst wieder vernünftig arbeiten, Schule, Gedöns. Deswegen schätze ich mal, dass es morgen, übermorgen Videos gibt und dann erst nächste Woche Mittwoch wieder. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall am Wochenende gibt's keine. So schon mal gesagt, damit ihr nicht denkt, oh mein Gott, ist sie tot oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier schon jetzt aufnehme, aber ich würde auch mal sagen, langsam ist es mal gut. Falls ihr Fragen habt oder so, was weiß ich, Kommentare, da wo es hingehört. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!